Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Mario Kart 8 Channel News. Und wenn ihr euch ein bisschen wundert, warum sich meine Stimme so, ja, ein bisschen kratzig anhört, ich habe irgendwie so ganz, wirklich minimal Halsweh und Husten die letzten Tage. Also ich bin nie wirklich krank, aber so ganz leicht irgendwas tut sich da gerade. Oder ich bin im Stimmbruch und werde dann nur noch ab heute mit dieser Stimme kommentieren. Keine Ahnung, wird sich jetzt auf Dauer klären. Also ich glaube, ein Stimmbruch ist es nicht. Ich weiß nicht, kann man mit 19 überhaupt noch in Stimmbruch kommen? Aber ich glaube, da war ich schon. Kein Plan. Ich habe nie wirklich mitbekommen, wann ich im Stimmbruch war. Also wenn ich mir Videos von früher angeschaut habe und dann Videos von jetzt, dann ist da auf jeden Fall eindeutig zu erkennen, dass die Stimme schon irgendwie ein bisschen tiefer geworden ist. Aber ich war nie so in so einer Phase, wo ich dann irgendwie nur noch so geredet habe. Oder wisst ihr, es war irgendwie bei mir so ein schleichender Prozess. Kein Plan, aber ich meine, den Stimmbruch kommt man doch mit der Pubertät eigentlich, oder? Und ich meine, da war ich schon. Nee, da war ich noch nicht. Ich bin immer noch ein Kind. Nein, Spaß. Okay, genug von dem. Der Kanal, Hübi, ist seit gestern ein Jahr alt. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind nun zusammen ein Jahr auf YouTube unterwegs und haben, denke ich mal, viel erreicht. Ich hatte eigentlich schon vor, mir so ein Jahresspecial zu machen. Aber ich habe mir so überlegt, da kann ich jetzt eigentlich ein bisschen spoilern, so vielleicht in Richtung 1000 Abo-Special oder so, mal so einen Rückblick zu machen. Und das würde sich dann mit dem hier überschneiden. Das heißt, ich werde, denke ich mal, so, wenn es dann wirklich in Richtung vierstellige Abonnentenzahl geht, mal so ein wirklich großes Video machen, so mit Rückblick und, Comments von mir. Und da habe ich was relativ Geiles vor. Aber es gibt trotzdem ein kleines Special. Aber nicht auf diesem Kanal, sondern auf dem Kanal von Toadoffs. Der wird nämlich morgen am 6. März ein Jahr Hübi-LP-Video hochladen. Er sagt mir die ganze Zeit, es ist das aufwendigste Video, was er bisher erstellt hat. Und er hat auch Leute dabei. Und also da, ich weiß selber nichts. Da wird, glaube ich, irgendwas ganz Cooles auf uns zukommen. Also wenn ihr irgendwas zum Einjahres-Special von Hübi-LP sehen wollt, dann schaut mal auf dem Kanal von Toadoffs vorbei. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich ihn unten in der Beschreibung. Aber viele von euch sollten ihn ja mittlerweile kennen. In den Kommentaren ist der auch immer aktiv. Also schaut da morgen mal vorbei. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Also, und ich habe es ja auch in der letzten Woche angekündigt, ich möchte die Channel News jetzt wirklich wieder Community-bezogener machen. Und da gehört es auch einfach dazu, Fragen zu beantworten. Habe ich mir heute wirklich viele eingepackt. Ich wollte noch kurz sagen, ich denke, morgen oder übermorgen wird dann mein erster Tough Mudder Schlankwert Trainingsvlog kommen. Ich habe immer noch keinen Namen, aber ich habe die ein oder andere Aufnahme unter der Woche gemacht und ich werde auch nochmal mich einfach ein bisschen vor die Kamera setzen und die letzte Woche Revue passieren lassen. Also da könnt ihr morgen oder übermorgen auch mal Ausschau halten. Ich denke, da wird mal der erste Vlog davon kommen. Dann geht es auch mit Hübis Vlog weiter. Gut, aber ich habe mir echt viele Fragen rausgesucht und ein paar von euch haben einfach mal eiskalt 20 Fragen in die Kommentare gepostet. Ihr seid doch verrückt. Aber fangen wir an mit einer Frage von Baumgeist. Ja, meiner wunderbaren Artwork-Zeichnerin. Ich finde das so toll von ihr. Und zwar fragt sie, magst du es lieber digital oder auf Papier gezeichnete Bilder zu sehen? Und da muss ich ganz klar sagen, ich finde zwar digital echt ganz nice, aber ich finde auf Papier gezeichnete Bilder wirklich, wirklich sehr, sehr schön, weil ich sag mal, am Computer kann man wirklich unglaublich viel nachkorrigieren und nachretuschieren und auf Papier ist einfach immer eine unglaublich persönliche Note dabei und ich glaube, auf Papier zu zeichnen ist auch insgesamt aufwendiger. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ich bin in Sachen Kunst wirklich nur ganz, ganz wenig begabt, aber ich würde jetzt mal schätzen, dass Papierzeichnungen deutlich mehr Aufwand sind als digitale Zeichnungen, weil in digitalen Zeichnungen kann man ja alles problemlos nachretuschieren, nachabändern. Und auf Papier, finde ich, ist es zum einen aufwendiger und es sieht auch am Ende einfach schöner aus, weil auf Papier ist einfach diese persönliche Note dabei. Das ist einfach, jeder hat seinen Zeichenstil, niemand kann einen Zeichenstil 1:1 kopieren und deswegen finde ich eigentlich auf Papier gezeichnete Bilder deutlich, deutlich cooler. Aber was denkst du denn davon, Baumgeist? Was findest du denn besser? Du als Zeichnerin kannst mir ja da bestimmt eine gute Antwort abgeben. Gut, ja, so viel dazu. Die nächste Frage kommt von MA Together, meinem alten Freund. Den kenne ich fast seit dem Erstellen meines Kanals. Also auch mit ihm
bin ich jetzt fast ein Jahr befreundet. Er war wirklich einer der ersten, mit dem ich so richtig in Kontakt gekommen bin. Da gab es natürlich auch noch ein paar andere. Aber er ist wirklich so einer, der mich wirklich nicht von meinen alten Kameraden kennt, sondern mich auf Hübi gefunden hat und das auch relativ früh. Und zwar fragt er, was erwartest du von Pokémon Moon and Sun? Ja, die neuen Pokémon-Editionen. Jetzt letztens wurde ja gesagt, dass die neuen Pokémon-Editionen eine ganz neue Welt bekommen, also eine ganz neue Region. Damit sollte auch eigentlich bestätigt sein, dass es sich hierbei um die siebte Generation handelt, weil ich glaube nicht, dass, nein, das wird eine neue Generation. Wenn auch eine ganze neue Welt erschaffen wird, also eine neue Region, dann wäre es dumm, nicht die siebte Generation daraus zu machen. Darin sehe ich einfach mal die Bestätigung. Und was erwarte ich mir davon? Oh, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich finde, die letzten Spiele haben eigentlich relativ viel richtig gemacht. Ich erwarte mir auf jeden Fall eine geile Story. Und vor allem auch eine geile Afterstory. Die Delta-Episode, ich habe sie ja also immer noch nicht gezockt. Omega Rubin startet ja bald. Die muss ja so unglaublich episch sein. Ich habe da nur so ein bisschen was mitbekommen. Also, ich finde, eine Story ist in Pokémon schon geil. Also, eine Story so bis zum Champ, aber ich möchte nach dem Champ-Kampf eigentlich auch nochmal eine richtig nice Afterstory haben, die einen so vielleicht sogar ein bisschen emotional packt. Das fände ich sehr, sehr cool, wenn sie das einbauen würden. Dann, finde ich, sollten sie auch einzigartige Charaktere machen. Weil, ich weiß, ich kann euch irgendwie keine wirklichen Beispiele geben, aber es gibt einfach so manche Charaktere im Pokémon-Universum, die sind unglaublich interessant und von denen würde man wirklich gerne mehr erfahren. Da denke ich jetzt mal beispielsweise an die fünfte Generation mit N oder die vierte Generation mit Cynthia. Ich finde Cynthia einen richtig epischen Charakter. Also dass sie einfach Charaktere machen, die im Kopf bleiben. Das finde ich auch sehr, sehr episch. Und ich würde mir wünschen, dass eben die neuen Pokémon, es sind ja mittlerweile wirklich so viele. Ich habe gestern erst wieder erschreckend feststellen müssen, dass wir mittlerweile schon bei 721 oder so sind. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ja, da kommen immer noch mehr. Also ich möchte einfach, ja, nicht sowas wie Deponitox, eine Müllhalde. Ich meine so, what the fuck. Ich möchte, dass sie wieder die Pokémon wirklich so ein bisschen an Tieren orientieren oder einfach so Pokémon, die im Kopf bleiben. Und nicht so 0815 Pokémon. Also, wenn mich jetzt jemand nach Pokémon aus der fünften Generation fragen würde, da wird es für mich schwer werden. Obwohl ich natürlich auch die fünfte Generation und die sechste relativ wenig mitgenommen habe. Aber, einfach, dass die neuen Pokémon nicht scheiße sind. Das sind so die drei Sachen, die ich mir eigentlich wünschen würde. Eine nice Story, Charaktere, die im Kopf bleiben und ein geiles Pokémon-Design der neuen Pokémon. Wenn sie das machen, dann können sie eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen, weil Pokémon sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Machst du einen speziellen Vlog oder ähnliches zum einjährigen Kanal Hübi-LP? Dazu habe ich vorhin was gesagt. Wie ist es zu Zeiten der Arbeit? Macht es dir Spaß? Was darfst du alles machen? Ja, ich bin ja mittlerweile schon über ein halbes Jahr bin ich jetzt ja schon in meinem Betrieb. Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker, für alle, die neu auf dem Kanal sind und das vielleicht noch nicht wussten. Und es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Meine Kollegen sind total nett drauf, man duzt sich, man den einen oder anderen kann man schon fast als Freund bezeichnen. Viele haben dieselben Interessen, es ist einfach ein richtig, richtig tolles Arbeitsklima. Jetzt letztens durfte ich sogar mit zum Kunden fahren, da war ich 3 Tage mal beim Kunden und dann habe ich zusammen eben mit einer Mitarbeiterin, die mich da eben so ein bisschen eingewiesen hat und auf mich aufgepasst hat, haben wir bei denen eben halt wirklich was, ein Programm installiert, also richtig Geld verdient. So, ich war mal live dabei, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da wird die nächsten Wochen auch noch was auf mich zukommen. Es wird jetzt dann sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so sagen darf, da muss ich noch schauen, weil, ich sag mal, da will ich jetzt nicht zu viel sagen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie Stress bekomme, wenn ich sowas auf YouTube erzähle. Muss ich noch schauen, aber es wird ab Juni wird es eine relativ große Änderung in meinem Betrieb geben. Da wird es dann auch nochmal unglaublich spannend, aber jetzt habe ich dann erstmal wieder Berufsschule. Dann fahre ich nochmal ein bisschen mit zum Kunden raus, habe ich richtig, richtig Lust auf. Ein Kunde ist zum Beispiel Dena. Ich weiß nicht, kennt ihr Dena? Nicht den YouTuber, sondern den Garten- und Kleintierhandel. Da installieren wir auch was und da hat auch schon meine Kollegin gesagt, dass sie da richtig viel für mich zu tun hat. Also es wird bestimmt sehr, sehr spannend. Also es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich darf eigentlich schon relativ viel machen. Ich werde jetzt auch bald wieder eine neue Programmiersprache lernen und es ist eigentlich alles gut. Dafür, dass ich ein halben Jahr im Betrieb bin, macht es mir wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich bin mir relativ sicher, dass ich die Ausbildung abschließen werde und nicht irgendwie abbrechen werde, weil es mir keinen Spaß mehr macht. Also ich glaube, ich habe da schon eine gute Wahl getroffen.
So, dann haben wir eine Frage von GGG Best Ofs oder Firedog, wer ihn nicht kennt. Falls sich manche wundern, warum Firedog nicht mehr da ist, der kommuniziert jetzt mit uns über diesen Gotta Go Gaming Best Of Kanal. Nur falls sich da jemand wundert. Und er fragt, ja, stimmt, die Frage wollte ich auch schon im letzten Part beantworten. Was hältst du von Miitomo? Miitomo ist ja die neue große Smartphone-App, die von Nintendo angekündigt wurde, mit der sie in den Smartphone-Markt einsteigen wollen. Und ich persönlich stelle es mir ganz witzig vor. Ich hätte mir natürlich echt, sag mir, ein Spiel gewünscht. So ein Nintendo-Game, einfach mal, wenn man in der Früh aufwacht, auf dem Smartphone zu zocken, fände ich schon cool, aber ich finde Miitomo auch keine schlechte Idee. Sie haben jetzt dann auch ihr Nintendo Network gestartet mit dem neuen Belohnungsprogramm. Wer sich dafür Miitomo anmeldet, kriegt, glaube ich, gleich die ersten Belohnungscoins. Das habe ich mal gemacht. Also ich habe schon einen Nintendo-Account bei mein Nintendo. Und ich werde mir Miitomo auf jeden Fall holen. Und ich weiß nicht genau, wie das ist, wie man da neue Leute kennenlernt und so, aber vielleicht trifft man ja den einen oder anderen von euch, wenn ihr dann auf einmal auf einen Hübimi trefft oder keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie es umsetzen. Bei Tomodachi Live dachte sich auch wieder so, was zur Hölle ist das? Und dann wurde es ja wirklich ein ziemlicher Erfolg. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so ein ganz witzig gestaltetes soziales Netzwerk, in Anführungszeichen, ganz cool sein kann. Und ich finde es einfach keine schlechte Sache, dass Nintendo jetzt einfach auf den Smartphone-Markt einsteigt. Deswegen bin ich da relativ positiv eingestimmt. Aber es haut mich natürlich nicht vom Hocker. Vom Hocker wird mich halt irgendwie ein cooles Nintendo-Game oder so hauen. Wer weiß, irgendwie, ja, halt irgendwas. Vielleicht sogar ein neues Franchise, was irgendwie im Zelda- oder Mario-Universum spielt. Oder keine Ahnung, aber ich finde Miitomo ist auch in Ordnung. Sie arbeiten mit ihren Miis, sie arbeiten mit ihr, ja, mit ihren Mitteln, mit dem, was Nintendo ausmacht. Ich meine, die Miis sind ja wirklich Nintendo-exklusiv. Und ich finde es gut, dass sie damit einsteigen. Also, ich freue mich drauf und ich werde mir die App auf jeden Fall holen und vielleicht trifft man sich ja dann im Miitomo-Netzwerk. So, und jetzt haben wir noch einen vollkommen durchgedrehten, den Let's Play with Danilo. Ach, Kollege, der haut einfach mal eiskalt 20 Fragen raus. Mal gucken, ob ich die jetzt bis zum Ende des Parts durchbekomme. Sei mir nicht böse, wenn dann am Ende vielleicht ein oder zwei fehlen. Planst du in nächster Zeit vielleicht mal ein Turnier? Ich war jetzt schon länger am Überlegen, ob ich mal ein richtiges Mario Kart 8 Turnier machen soll, mit Ankündigung und Preis und so. Aber ansonsten habe ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich glaube, so ein Mario Kart 8 Turnier, das hätte doch mal was. So richtig, so mit Ankündigung, ja, in 2 Wochen startet es, um die und die Uhrzeit. Der Gewinner kriegt, keine Ahnung, was kann der denn kriegen? Eine eShop-Karte oder irgendein Game oder keine Ahnung. Aber, also ich habe schon mal daran gedacht, ein Mario Kart 8 Turnier zu veranstalten. Es gibt ja noch Turniere in Smash Bros. Und so. In Splatoon ist es ja ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Aber, ja, sonst habe ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber Mario Kart 8 war schon öfters mal in meinem Kopf drin. Deine Meinung zu Pokémon Sun and Moon, die habe ich schon gesagt. Ich freue mich drauf, ich freue mich sehr drauf. Auch wenn die Frage schon sehr oft von mir kam, kommt 2016 noch Revolt. So. Du hast die Frage wirklich sehr oft gestellt. Ich finde es gut, dass ich die Frage jetzt hier in diesem Video abhandeln kann. Ich denke nicht. Welche DLCs würdest du dir noch für MK8 oder Super Smash Bros. U erstellen? Also Smash Bros. U, muss ich sagen, ist mir relativ egal. Ich habe mir da noch keinen einzigen DLC gekauft. Aber für Mario Kart 8 würde ich mir, glaube ich, jeden DLC kaufen. Neue Strecken natürlich immer gerne. Ich würde mir auch einen neuen Charaktere-DLC würde ich mir auch kaufen. Oder wenn sie den Battle Mode updaten würden, würde ich mir die. Also, ich glaube, Mario Kart 8 würde ich mir wirklich jeden DLC kaufen. Und Super Smash Bros. Wäre mir voll egal. Natürlich wäre mir am liebsten, so wie die anderen, einfach neue Charaktere, neue Strecken. Ich dachte, die stand doch mal im Raum, dass da neue DLCs für Mario Kart 8 kommen. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, ob da noch was kommt. Aber ich würde mich sehr, sehr, sehr über neue MK8 DLCs freuen. Was hältst du von einem Game wie Pokémon Kart mit allen Pokémon? Fände ich nicht geil, weil alle Pokémon könnten sie nicht machen. Man kann nicht mal eiskalt 721 Charaktere oder so programmieren. Halt mit einem schönen 3D-Model und so. Und ich finde, sie sollten dieses Kart-Franchise nicht ausschlachten. Sie sollten dieses Kart-Franchise wirklich bei Mario lassen. Vielleicht können sie Mario Kart 8 zum Beispiel in ein Pokémon reinpacken. Das fände ich ganz cool, so als Mario Kart 8 DLC in den Pokémon-Charakter, aber ein Pokémon-Kart finde ich nicht geil. Das sollte schon bei Mario bleiben. Da brauche ich kein zweites Game von. Von welchen Spielen wünschst du dir einen Nachfolger? Darüber habe ich doch in der Pokémon-Folge geredet, oder? Ich glaube sogar, das war in der Siegestraße von Pokémon Diamant.
Da habe ich doch, habe ich gesagt. Ich glaube, ich Splatoon 2 habe ich gesagt. Neues 3D Mario habe ich gesagt. Boah, jetzt wird schon wieder. Ich weiß nicht. Schaut doch mal bei Pokémon. Schaut doch mal bei einer Pokémon-Playlist irgendwie ganz am Ende so. Irgendwo irgendein Siegelstraßen-Part. Der heißt irgendwie Nachfolger von Games. Ich glaube sogar Sunshine 2 habe ich mir gewünscht oder irgendwas aus dem Sunshine. Also schaut doch mal vorbei. Da gibt es einen Pokémon-Part drüber, wo ich da ein bisschen drüber quatsche. Deiner Meinung nach das beste Pokémon-Team überhaupt? Boah, das kann ich jetzt wirklich nicht so pauschal sagen. Natürlich könnte man sagen, ja, mit ganz vielen Legendaries, aber. Ich glaube, da ist bestimmt die Frage danach ohne Legendaries. Boah, jetzt muss ich nachdenken. Also ich kann euch kein ganzes Pokémon-Team sagen, aber welche Pokémon... Also Brutalander ist natürlich ein ziemlich massives Pokémon. Das wäre für mich auf jeden Fall ein richtig nices Pokémon, wenn ich mir ein ultimatives Team zusammenstellen würde. Dragoran ist halt auch geil. Also Drachen-Pokémon sind halt echt, echt krass. Dann, das kann ich jetzt nicht so pauschal sagen. Da müsste ich erst wieder ewig lang so auf PokeWiki suchen, Werte vergleichen und so weiter. Das kann ich jetzt hier nicht aus dem Stegreif. Tut mir leid. Dein heftigster Tick. Oh, mein heftigster... Hab ich Ticks? Ja, ich glaube, ich habe relativ viele Ticks. Ich fange erst an aufzunehmen, wenn alles geil ist. Ich hole mir eine Decke, ich heiz mein Zimmer, ich mache mir irgendwas Geiles zu trinken, einen kleinen Snack daneben. Und dann, wenn ich so perfekt vor dem PC sitze, mein Headset aufsetze, in meiner eigenen YouTube-Welt bin und alles um mich rum super ist, dann fange ich erst aufzunehmen. Also wenn ich aufnehme, muss eigentlich meistens alles um mich rum so richtig geil sein. Und dann habe ich richtig Bock. Ich habe an sich Spaß, mich so richtig geil irgendwo hinzusetzen. Auch wenn ich einfach nur sage, okay, ich zocke jetzt WoW den ganzen Abend lang. Alles klar. Passende Musik an, Zimmer auf die richtige Temperatur bringen, richtig chilligen Pool hin. Also ich muss mich immer irgendwie so richtig geil einrichten, wenn ich ein paar Sachen mache, wenn ihr versteht, was ich meine. Und erst wenn so alles passt, dann habe ich richtig viel Spaß dran. Das ist, glaube ich, so ein Tick von mir. Das ist so, ich weiß nicht, manche sagen, ja, kommst jetzt dann zocken? Sag ich, ja, Moment noch, ich muss mir was zu trinken holen, muss mir kurz was zu essen holen, muss mich umziehen. Die sagen so, was, komm halt einfach zocken. Aber bei mir, wenn ich mich irgendwie zum Beispiel richtig auf eine Sache freue, dann will ich die auch voll auskosten mit bester Verpflegung und so weiter. Ich glaube, das ist echt ein Tick von mir. Eine nicht ernst gemeinte Frage. Machst du einen Vlog während deines 18 Kilometer Hindernislaufs? Natürlich. Ich halte einfach immer die Kamera vor mich und dann läuft es nämlich viel besser. Was hältst du von dem Tier roter Panda? Ich glaube, ich habe davon mal ein Bild gesehen. Das sieht echt putzig aus. Finde ich süß. Was soll ich tun? Das Problem zwischen der Freundin und mir hat sich noch immer nicht gelegt. Ich denke, da kannst du mir vielleicht mal schreiben auf Skype oder so. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so... dein Problem jetzt zum einen öffentlich bereden sollte und zum anderen haben wir auch da kaum noch Zeit für. Also falls du da mal drüber reden willst, kannst du mir mal persönlich schreiben. Welches Mitglied der Hübi Family stalkt dich am meisten? Das möchte ich nicht sagen. Also ich habe jemanden im Kopf, der weiß es auch. Der hat mir auch selber geschrieben, dass er mich gestalkt hat, aber ich bin ihm da gar nicht böse. Ich kann nur sagen, das ist ein weibliches Mitglied aus der Hübi Family ist, was mich gestalkt hat, und das weiß es auch, aber das braucht jetzt gar kein schlechtes Gewissen haben. Ich bin ihr da gar nicht böse, aber ich möchte jetzt nicht hier den Namen öffentlich sagen. Aber es gibt jemanden, der hat schon ein bisschen gestalkt. Und ja, jetzt sind wir am Ende angekommen. Also wir haben aus Danilos Fragenkatalog 12 Fragen geschafft. Wir haben GG Best of Frage, wir hatten Emmy Togethers Frage, Baumgeist Frage. Danke für die Fragen, haut mehr in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Channel News Folge hat euch gefallen. Haut rein.